Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in der Hyperliga im Premier Cup. Ich habe jetzt noch, also für euch, für die Videos, 2 Tage vor mir und für diese 2 Tage möchte ich mir oder wollte ich mir ungern irgendein neues Pokémon jetzt erstmal bauen. Ich werde für die kommende Rotation, also ich glaube in 6 Wochen, wenn ich mich nicht irre, definitiv wieder ein paar neue Spielzeuge bauen, weil ich glaube, am meisten Sternenstaub investiere ich, das habe ich so die letzten Seasons gemerkt, immer in der Hyperliga, ist auch am teuersten, gerade jetzt mit XL-Bonbons und Rex Blizzard diese Saison, Zedra King und was war da noch, Lucario, die haben ja allesamt so pipapo 1 Million Sternenstaub gekostet, was für meine Verhältnisse relativ viel ist, weil ich ja auch abseits von PvP sehr, sehr viel pushe, für beispielsweise Raids etc. Heute spielen wir einfach mal deswegen ein kleines Team, was ich jetzt den Tag über gespielt habe. 2x4-1, einmal 2-3, wobei im 2-3-Set habe ich schon ziemlich schlecht gespielt, zugegebenermaßen. Sehr, sehr viele kleinere Fehler gemacht, aber ansonsten ist dieses Team mit Cavalanza, Zedra King und Empoleon gerade das, was ich spiele. Und es läuft eigentlich ganz gut. Ich mag Cavalanzas in der Führung. Es ist in meinen Augen so mit aktuell definitiv eins der besten Pokémon, die man spielen kann. Und es läuft eigentlich ziemlich gut damit, würde ich behaupten. Ja, einfach mal so aus der, ja, aus dem Bauch heraus. Ich bin großer Fan von Cavalanzas, wisst ihr, es sieht absolut genial aus. Es ist stark, es hat einen guten Typen. Und ja, in der Führung gegen Feen ist es jetzt nicht so berauschend, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da müssen wir unbedingt raus. Vor allen Dingen, weil wir jetzt hier eventuell sogar den Schild des Gegners forcen, beziehungsweise vielleicht sogar die Führung komplett gewinnen. Müssen wir mal gucken. So, wir kriegen sogar den Schild. Okay, das macht die Sache gerade sogar ziemlich gut, so dass wir nämlich jetzt gerade auch schilden. Wir werden auf jeden Fall noch einen Schlagbohrer vom Gegner erreichen. Vielleicht, ja, 2 werden wir wahrscheinlich nicht ganz schaffen, aber wir werden definitiv hier eventuell auch den 2. Schild bekommen. Ich finde diese Redensart gerade auch ziemlich gut. Definitiv eventuell. Ist nicht schlecht, ne? Kann man schon mal machen. So, kriegen wir ein Schild des Gegners? Nope, aber wir holen uns die Führung, was natürlich auch ziemlich gut ist. Und da ist ein Empoleon. Perfekt. Krieg ein bisschen Schaden drauf mit den Kontern. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kaskaden das waren. 3 oder 4, müssen wir mal schauen. Wir gehen aber da auf jeden Fall dann auf Zedra King und schauen, dass wir mit Zedra King dieses Empoleon handeln können. So, der Gegner greift jetzt direkt an, weswegen ich davon ausgehe, dass der jetzt 0 Energie hat und das 5 waren, weil es gibt keinen Grund, warum du bei 6 beispielsweise jetzt den Angriff ausführen solltest, ne? So, und Dragoran, das ist blöd, weil eigentlich hätte ich hier rauswechseln wollen. Eigentlich wollte ich hier auch rauswechseln. Warum der mich jetzt nicht rausgelassen hat, steht natürlich in den Sternen. Wir kriegen aber ein Schild des Gegners, Angriffsschwingschlag, perfekt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich komplett uns ein bisschen Energie holen. Den Schild heben wir. Selbst wenn es ein Orkan ist, macht es nur 25%, ne? Also, ja, selbst wenn es ein Orkan ist, durch die Angriffssenkung können wir uns jetzt hier erlauben, nichts zu machen. Einmal zusätzlich und Waschnabel. So, jetzt haben wir einmal zusätzlich Energie geholt. Wir haben ein Schild. Und wir haben noch ein 2. Pokémon. So, ich wollte eigentlich viel, viel früher auf Dragoran rauswechseln. Das war viel zu langsam. Aber ja, der Gegner gibt auch auf, weil er einsieht, er hat keine Chance. Ja, das war so ein Reverse-Empoleon-Doppeldrachen-Team, ja? Empoleon nicht vorne, sondern irgendetwas anderes. Läuft denn die Aufnahme gerade? Ich glaube, die Aufnahme läuft, aber wir haben keinen Sound. Oh, wir haben keinen In-Game-Sound. Das können wir ändern. Kleinen Moment. So, jetzt ist die Kamera gefreezed. Technik? Schon besser. heute kommt irgendwie alles zusammen. Ja, die Technik. Das Blöde ist, was heißt das Blöde? Aber meine Freundin ist gerade bei mir und ich hatte die Capture Card jetzt ihr gegeben. Heißt also, ich muss gucken, dass ich hier irgendwie gerade ohne diese Capture Card auskomme. Dementsprechend bitte ich da so ein bisschen um Verzeihung aktuell. Ah, leider einen zusätzlichen Angriff durchbekommen. Du Banause, das wollte ich eigentlich nicht erlauben. 5, das heißt Doppeldonnerschlag, ne? Ja, Doppeldonnerschlag. Ja, in der Regel schilden wir den ersten. Für den Fall, dass es ein Fokusstoß ist, was natürlich nicht der Fall sein wird. So, und dann kommt hier jetzt Back-to-Back noch einer. Das ist okay, weil wir werden jetzt den 2. Schild des Gegners ebenfalls bekommen. Und wir haben das Ampharos weg. Ne, also es ist immerhin etwas. Oh.
Okay. Alles gut. So, das heißt, ich krieg den Schlagbohrer hier raus. Plus, ich krieg das Machomai rausgeködert. Ne, das ist auch nicht schlecht. Und der Gegner muss hier schilden. Perfekt. Sidra King, zeig, was du drauf hast. Wobei, ich bin am Hadern. Ist das gut? Ich glaube nämlich, das ist nicht gut. Weil jetzt Empoleon gegen das, das ist nicht gut, weil Empoleon muss jetzt gegen das Ampharos ran. Das ist schon ziemlich blöd jetzt, ne? Ich meine, okay, dich kriegen wir besiegt, aber Empoleon muss gegen das Ampharos ran. So, Vorteil ist für mich, Ampharos hat keine Energie mehr. Immerhin das, aber es macht natürlich immer noch massiv Schaden. Wahrscheinlich muss ich einen Donnerschlag abfangen. Ja, anders kriege ich das, glaube ich, nicht hin. Weil jetzt wird Ampharos kommen, zweimal Voltwechsel. Einmal, zweimal, so. Ja, ich werde da nicht drum rumkommen. Ich muss einen Donnerschlag abfangen. Das heißt, einen Voltwechsel und dann rüber, denke ich. One. Oh. Okay. Nee, da können wir nichts machen. Doppelkonter inklusive Machomai vorne Ampharos. Na, das kriege ich nicht hin. Das ist leider eins der Teams, die ich hier auf jeden Fall nicht sehen möchte, weil, naja, was macht Empoleon in dem Matchup? Richtig, gar nichts. Also Empoleon ist hier komplett am Po. Ja, das ist ebenfalls nicht so cool. Machomai. Aber es ist zumindest das normale Machomai, das heißt, es nervt mich nicht allzu sehr. Ach, Leute. Das sind nicht die Führungen, die ich sehen will. Okay, ich will Stahl-Pokémon sehen. Irgendwas, aber nicht sowas. Das ist sehr nervig. Ich meine, ich kann auch nicht direkt was Sedra King raus. Wobei, theoretisch schon. Na komm. Macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Jetzt gebe ich die Führung auf oder was ist okay. Oh, und der Gegner geht freiwillig auf Empoleon. Okay, das macht die Sache natürlich gerade noch besser. 2, 3, 4. Drüben ist auf jeden Fall ein Angriff bereit, ne? Okay, gut. Also, dass der Gegner jetzt hier freiwillig auf Empoleon gegangen ist, ne? Das bringt mich nochmal so ein bisschen rein, muss ich gestehen. Der hat definitiv 2 Kreuzhiebe. Das müssen wir uns merken. Wutanfall kommt. Wutanfall hittet. Sehr schön. So, einmal, zweimal, dreimal, wir zählen mit, viermal, fünfmal und Octazooka. Oh, are you kidding me? Sedra King verliert den Gleichstand? Also die letzten Male habe ich den immer gewonnen, deswegen bin ich gerade sichtlich verwundert. Und ich habe gerade auch angegriffen, ne? Okay, wir können hier wieder rausgehen. Wir können hier wieder rausgehen. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich den Gleichstand unter normalen Umständen schaffe, aber nee, das schaffe ich jetzt nicht. Jetzt haben wir nämlich das Machomai. Ja. Ist okay, Machomai, ist okay. Ich habe da keine Chance gegen das Machomai gerade. Wobei, eine Option sehe ich hier noch. Okay, genau. Drück deinen Angriff, dann drücke ich nämlich nichts. Wenn da hinten irgendwas ist, eine Fee oder so, ne? Oh, Gegner drückt Steinhagel. Okay, das ist super. Haut seine ganze Energie raus. So, es ist ein Kreuzhieb. Das heißt, ich muss hier einmal durch. Der Schaden kommt jetzt nicht an, weil du direkt rauswechselst. Wenn da hinten eine Fee ist, dann könnte das noch was werden. Okay, der Gegner ist noch nicht direkt rausgegangen. Machen wir uns nichts vor. Machomai Relaxo. Empoleon. Okay, ganz merkwürdige Teams. Ganz merkwürdige Teams. Ich meine, Konter nutzt seine Erführung okay. Empoleon hinten auch okay. Es geht. Ich bin eigentlich so der große Fan von Relaxo. Zumindest in der Hyperliga nicht. Aber ich bin generell nicht so der große Fan von Relaxo. Ich weiß es nicht. Ich finde, Relaxo hat halt viele so lala-Matchups. Ja, vieles, wo er halt gut ist. Aber es gibt dann auch gleichzeitig vieles, wo er nicht so toll ist. Ich bin da immer zwiegespalten, was ich von Relaxo halten soll. Ich glaube, ich bin da auch wahrscheinlich nicht der Einzige. So. Das könnte ein Orkan sein. Das war wie immer wahrscheinlich eine Drachenklaue. Wir investieren trotzdem in Okay.
Gut, das macht die Sache gerade natürlich noch ein bisschen besser. Dann gehen wir hier einfach auf den Schlagbohrer und holen uns dann hier hoffentlich die Führung. Show me your moves, show me what you got. Perfekt, mit einem extra Konter. So, läuft auch ganz gut. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh, und er... Ich habe den ganzen Tag ganz wenige Machomai gesehen, ja? Und jetzt spielt jeder und seine Mutter auf einmal Krypto-Machomai. Ich weiß nicht, was da geschehen ist, Leute. Ich weiß wirklich nicht, was da geschehen ist. Jeder spielt auf einmal dieses vermaledeite Machomai hinten. Ich muss den Schild investieren. Ich komme da nicht drum rum. Wahrscheinlich ist es auch wieder komplett lost. Ich hätte viel früher auf Zedra King wechseln müssen. Okay. Schild vielleicht? Angriffssenkung? Anything? Anything? Kein Schild und... Ey, ich krieg zu viel, Leute. Ich krieg zu viel, wirklich. Wo kommen auf einmal diese ganzen Machomai-Relaxo-Cores her? Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Das gegnerische Team, das... Was macht das gegen Charma? Was machst du gegen Charma, Junge? Du hast nichts gegen Charma. Absolut nichts. Vielleicht muss ich die nächsten beiden Tage diese Leute, die halt Machomai Relaxo hinten spielen, einfach mal ein bisschen bestrafen mit einem Feen-Pokémon. Ja. Müssen wir, glaube ich, machen. Ich bin sogar gerade echt am überlegen, ob wir einfach straight direkt jetzt wechseln. Ich meine, wir hatten in diesem Game jetzt auch überhaupt keine guten Führungen. Ne, so ist es jetzt nicht. Wir haben nur schlechte Sachen gehabt. Okay. Wait, das hätte ich noch, ist noch nicht vorbei. Das heißt, wir stehen gerade wie viel? 1-3 und wir können noch ein 2-3 rausholen. Okay, versuchen wir noch mal ein 2-3 rausholen, okay? Besser als ein 1-4, weil da kriegen wir satte Minuspunkte. So, das ist wie immer ziemlich schlecht. Das ist ziemlich schlecht. Krypto-Ampharos, okay. Okay, lass mal durch. 1-2. So. Ich hoffe, du hast eingesetzt. Du hast nicht eingesetzt. Ja, jawohl. Okay. Okay, das ist trotzdem Premium. Warum ist es Premium? Weil wir zwei Schilde bekommen. Wir bekommen hier zwei Schilde. Das reicht. Das ist gut genug. So, das war jetzt 4. Das heißt, es kann Fokusstoß, sogar eine Drachen. 5. Das heißt, wir schilden einmal. Wir schilden einmal und es ist nur ein Donnerschlag und danach kommt direkt ein weiterer. Ne? Back to back. Ist okay. Den zweiten lassen wir durch und dann fahren wir komplett runter und dann haben wir noch ein Schild in der Hinterhand. Okay, so machen wir das. Und wir können sogar komplett runterfarmen. Sind auch nur bei der Hälfte. Das ist super. Das ist super. So. Lapras. Okay. Lapras. Bin am überlegen, was das für ein Team sein könnte. So spontan fällt mir nichts ein, um ehrlich zu sein. Wir gehen direkt raus. Boom. Oh, perfekt. Perfekt. Das sind die Teams, die wir zerstören wollen, ja? Du hast ein wunderschönes Shiny Vulnona, mein Freund. Sogar normales. Spicy, okay? Aber hast natürlich keine Chancen hier gegen mich. Das finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Auch wenn dein Team sehr, sehr spicy war, ne? Muss ich zugeben. Also Respekt an den Gegner dafür, dass er Spice im Team hat. Mein Team ist jetzt nicht so spicy. Zedra King ist ja jetzt aktuell eher Meta als irgendetwas anderes. Und so ist das Set nochmal ein 2-3 geworden. Wie gesagt, ich bin mit dem Team heute 2x4-1 gegangen. Okay, es kann funktionieren, aber du darfst dann halt nicht die
kompletten Hard-Konter-Teams bekommen. Na, wir spielen das jetzt einmal zu Ende, dann bin ich nämlich mit meinen Sets heute durch. Aber morgen ist wenig Feuer-Pokémon heute hinten, ne? Die ich bestrafen kann, was ein bisschen schade ist. Aber für den für das morgige Video, denke ich, packen wir wieder ein Charmer ins Team, denke ich. Vielleicht sogar Doppelcharm. Och, okay, wunderbar. Ich liebe mein Leben, Leute. Ich liebe mein Leben. 4, 5, 6. Ich liebe mein Leben. Wirklich. Macho Mai vorne. Aber lieber Macho Mai vorne als hinten, okay? Lieber Macho Mai vorne als Macho Mai hinten, sag ich mal. So. So, hast einen zusätzlichen Angriff durchbekommen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der kommende Weltmeister, mein Freund. Zack. Und dann gehen wir einfach mal auf die Dreckigen. So, den Kreuzhieb nehmen wir. Falls du dich entschließt zu wechseln, mach das ruhig, mein Freund. Oh, okay, der Gegner wechselt sogar. Perfekt, Kokowai. Nice, bisschen Spice ist dabei. Wutanfall. Ich hab's nicht geschafft. An sich lohnt es sich auch hier überhaupt nicht. Nee. So, ich bin am überlegen, Cavalanza straight rein. Letztes Pokémon verbergen. Naja, Cavalanza ist hier straight rein. 1, 2, 3. Samenbomben, wir resistieren zweifach. Ist okay. Ich will 2 Schlagbohrer aufbauen. Na, ich habe keine 2 aufgebaut. Ich habe keine 2 Schlagbohrer aufgebaut. Schlag mich tot. Ich habe keine 2 Schlagbohrer aufgebaut. Hey, cool. 1, 2. Es sind nur Samenbomben. Na, ich kann das wieder nicht gewinnbar. Dieses Macho Mai vorne macht mich komplett fertig. Ja, und der Gegner spielt das hier gut. Der Gegner spielt das hier gut. Ich kann hier nichts machen. Ich kann hier nichts machen. Perfekt. Der Gegner ist in der Animation, zumindest bei mir, und kann sogar noch eine Ladeattacke drücken. Wow, so multitaskingfähig wäre ich auch gerne. Komm, Feuerpoko. Ciao. Überleg gerade, wäre das unter irgendwelchen Umständen noch gewinnbar gewesen? Ich mogel einen Konter rein. Ne, das Kokowai hatte zu viel HP, ne? Kokowai hatte zu viel HP. Ich werde überlegen, ob ich jetzt vielleicht noch mit Cavalanza einen Konter reinbekomme. Schlagbohrer. Bevor der Gegner was macht. Ey, Impoleon-Führung. Danke. Danke, danke, danke. Endlich mal etwas, was ich sehen möchte. Danke, 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 danke. Thank you. Das sind Führungen, die ich sehen möchte, okay? Das sind Führungen, die ich sehen möchte. Weil da kann ich mitarbeiten. Da kann ich mit arbeiten. 6, 7, 8, 9. Jo, wir schilden ebenfalls. Ich glaube, mit dem zusätzlichen Konter kann ich dich runterfarmen. Das ist schon sehr böse. Das ist schon sehr böse. Das ist schon extrem böse, okay? Das ist schon extrem böse. Wisst ihr, was aber auch extrem böse wäre? Wenn der Gegner jetzt ein Doppelkonter-Team hat. Weil dann wird's echt doch mal sehr kritisch. Schaffe ich noch einen Schlagbohrer? Schlagbohrer! Nein, leider nicht. Ja, gehen wir jetzt auf Impoleon, weil jetzt wird's noch mal sehr kritisch, denke ich. So, wir loggen direkt ein. Weil der Gegner hat einen Haufen Energie. Der muss jetzt hier selber schilden, ansonsten hat er hier ein massives Problem. Tut er nicht, aber dann verliert er jetzt auch alle Energie hier auf dem Pokémon. Und okay. 2, 3. Nein, das wird ein Energieball sein, richtig? Ich war mir überlegen, den Energieball zu schilden. 1-mal, 2-mal. Ja, ich hätte den Energieball, glaube ich, schilden sollen. 1-mal, 2-mal, 3-mal. Na egal, dann schilde ich jetzt ebenfalls.
Der Borschnabel ist eingeloggt und dann gehen wir rüber auf unser 100%, also 100% im Sinne von HP. Sedra King und dann sollten wir das hier in der Tasche haben. Ah, seht ihr, wenn die Führung stimmt, Leute, dann kann ich auch mal ein bisschen was mit dem Team machen. Dann kann ich auch vor allen Dingen auch mal ein bisschen was mit dem Team zeigen. Okay, dann geht das. Aber wenn man dann natürlich immer gekontertiept wird von 300.000 Mahomais, ist schon ein bisschen kritisch, ne? So ein Konfusionsnutzer wäre natürlich jetzt auch ganz cool gewesen. Trotz, wobei Relaxo natürlich die Konfusionsnutzer so ein bisschen in Schach hält. Aber, ein Turkis wäre nice. Oder generell ein Charmer. Ich habe so ein XL Alola Vulnona. Das wäre heute Premium wie sonst was gewesen. Das hätte heute so einen guten Job gemacht, sage ich euch. Ja, das hätte heute einen richtig, richtig guten Job gemacht. XL Alola Vulnona. Aber ich habe leider kein XL Alola Vulnona. Zumindest kein gutes. So. Ampharos. Das gute Ampharos-Matchup. Also gegen Krypto-Ampharos hatten wir ja schon öfter die Gelegenheit, was zu machen. Na, das ist genau das, was ich vermeiden wollte. Und zwar, dass der Gegner hier nochmal die Gelegenheit bekommt, einen extra Voltwechsel durchzuziehen. Das ist ziemlich schlecht für mich. Ja, das ist sehr, sehr, sehr unfortunate, sagt man ja immer so schön im Englischen. Unglücklich. Weil jetzt hast du zwei. Das ist... Come on. Wie handhaben wir das? Einmal jetzt rüber. Der Gegner hat keine Energie mehr. 2, 3. Das ist nur ein Donnerschlag, ne? Wo kommen auf einmal die ganzen Ampharos her? Ich habe heute so viele Ampharos wie die ganze Woche nicht. 1, 2. Und wir müssen leider nutzen. Ärgerlich, aber wir müssten hier leider unsere Energie nutzen. Kein Schild, schade. Wäre natürlich jetzt auch nochmal gut gewesen. Und Tangolos, okay. Tangolos. Wir haben Cavalanzas dagegen. Okay. Impolon ist jetzt auch nicht so schlecht. Vor allem, wenn wir jetzt eine Senkung bekommen. Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, jetzt hier eine Senkung zu bekommen, liebes Spiel. So, Steinhagel kommt. Schön undercharged. Schön undercharged vom Gegner. Habe ich gar nicht dran gedacht. Muss ich da noch irgendetwas zu sagen? Sie sind überall auf einmal. Sie sind auf einmal überall heute. Heute ist der Mach-um-Eintag. Und das Blöde ist, in dem Video kann ich die Teams nicht wechseln. Ich hätte jetzt für das zweite Set irgendwas genommen, was komplett zerstört. Ein Charmer! Charmer hätte das Team des Gegners nicht komplett zerstört, aber es hätte ihm gut Schaden zugefügt, ja? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Oh no, das ist nicht gut. Ich habe keine Aeroas. Oh nein. Oh, ist das schade, Leute. Ist das schade. Togekiss vorne ist so schlimm. Togekiss vorne ist so schlimm. Schaffe ich noch einen zweiten? Nee. Ja, Togekiss vorne. Was soll ich da machen, Leute? Was soll ich da machen, wenn wir in einer Welt leben, in der Leute Togekiss vorne auf einmal auspacken? Wird ja immer besser. Und ich möchte nicht mehr. Ich werde heute so hops genommen. Ich werde heute so von diesem Spiel hops genommen. Ich möchte echt nicht mehr. Ich werde so hops genommen heute. Ich habe gar keine Chance. Wobei, wenn er hinten noch ein Feuer-Pokémon ist. Ha, gucken wir mal. Okay, wir haben die Senkung bekommen. Das ist schon mal ein solider Start. Damit kann man was anfangen. Ich meine, wenn wir den schon mal gut runterbekommen, dieses Barrikadax, könnten wir unter Umständen doch nochmal hier einen Sieg erleben. Unter Umständen. Da gibt es hier schön Bart-ASMR für euch. So. Aber bei meinem Glück ist das ein Doppelkonter-Team. So.
Wie hart willst du gegen Fee verlieren? Ja. Alles klar, alles klar. Ich müsste das echt bestrafen. Das Problem ist, ich habe halt auch nicht so viele Charme in der Hyperliga. Muss ich jetzt echt noch einen auspacken die nächsten Tage? Ich habe Togekiss. Das könnte ich auspacken. Ich habe halt noch mein Pixie. Aber das Pixie ist längst outdated wegen XLs und so. Oh, was ist denn hier los? Mal was Gutes. Mal etwas sehr, sehr, sehr Gutes. Dankeschön, Spiel. So, Ampharos. War das schon genug für einen Drachenpuls? Nee, oder? Ich wollte gerade sagen. Einmal. Zweimal. Puh, gewinnst das? Da muss ich ja jetzt hier echt nochmal ein Schild investieren. So traurig das ist. Alter. Ampharos gewinnt den Gleichstand. Ich soll mir auch echt die Werte so langsam sicher merken. Also manchmal ist es... Oder was heißt manchmal? Es ist super oft vermeidbar, dass ich hier zum Beispiel einfach diese ganzen Fehler mit den Ladeattacken und so mache. Das ist eigentlich, wie bereits erwähnt, sehr oft vermeidbar. So. Togekiss! Du willst einen Angriff abfangen, da bin ich mir sicher. Nicht? Okay. Again? Okay. Ich habe eingeloggt, oder? Ich habe eingeloggt. Okay, immerhin das. So, jetzt haben wir nämlich kein Schild mehr, was natürlich schade ist. Okay, Togekiss. Schilde. 2, 3, 4, 5. Boah, es wird doch nochmal enger als gedacht. Vielleicht schildert mein Gegner hier nicht. Oh, ha, ha, ha. Halleluja. Wobei, ich sollte mich nicht zu früh freuen. Wobei, ich glaube, das sollten wir in netter Scham. Ich werde zwei Schlagbohrer vor dir erreichen. So, da ist der Schild Nummer 1. Dann können wir nämlich einfach nochmal auf Schlagbohrer gehen und machen das dann. So. Gut gespielt. Togekiss vorne. Nee, es war nicht Togekiss vorne. Es war Togekiss hinten. Bam. Ja, das sind so Teams, die würde ich sehr, sehr gerne bestrafen. Oder Empoleon Doppeldrache. Sehe ich aber aktuell überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe Empoleon Doppeldrache gerade überhaupt nicht. Ja. Aber dafür sehr, sehr viele Ampharos. Ja, schon wieder ein 2-3. Also letzten Endes heute immer noch Pluspunkte gemacht mit diesem Team. Aber sehr, sehr viel Pech gehabt. Also die letzten Sets, die waren alle extrem bad. 2x4-1, dann 3x2-3. Letzten Endes also immer noch positiv. Ja, morgen muss ich, glaube ich, echt mal tryharden. Morgen müssen wir echt mal tryharden. Egal. Wenn es euch gefallen hat, Leute, positive Bewertung. Ist ja gerne gesehen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao. Euer Rigi.